Jan, du hast was Tolles mitgebracht. Halt mal hoch. Oh, das ist das Steam Deck OLED. Das Steam Deck selber ist noch gar nicht so alt, aber jetzt gibt es eine OLED-Variante. Was an der so besonders ist, das sagen wir euch jetzt. Hast du Fragen? Ich habe sehr, sehr viele Fragen. Ich habe auch immer wieder. Die wichtigste Frage für mich, ich habe ja bereits ein Steam Deck. Wie riecht das neue Steam Deck? Du kannst, wenn es ist gerade an, du kannst, wenn du möchtest, live bisschen dran schnuppern. In die Kamera schnüffeln. Mhm. Nein, ich nehme es erstmal in die Hand, weil ja. Es ist ja, es fühlt sich ja an wie ein Steam Deck. Es sind die gleichen Tasten wie beim alten Steam Deck. Der Knopf ist jetzt oben rot. Ne? Mhm. Also das ist aber auch eine Special Edition. Ach so, das ist Special Edition. Ja, die sieht doch sehr special aus auf jeden Fall. Und ich sehe gerade schon, ja, wie der Name es schon verrät, OLED. Das heißt, wir haben ein sehr leuchtkräftiges OLED-Display jetzt mit dabei, anstatt ein LCD-Display. Genau, es ist sogar ein bisschen größer. Oh. Also es ist jetzt 7,4 Zoll hat es als Bilddiagonale. Mhm. Was war das alte? Das Display, ich meine, es war bei 7,2, das alte. Mhm. Das Display selbst hat sich gar nicht verändert, aber die Bildschirmränder, die Bezels, die sind schmaler geworden. Mhm, ja. Und da sich das Display an sich in der Größe nicht geändert hat, hat sich auch das Steam Deck selbst nicht verändert. Es ist immer noch von den Maßen exakt gleich. Also knapp über 30 cm breit. Passt also jetzt nicht so in die Hosentasche? Nee, aber ich fand die Größe, also gerade für meine größeren Hände, finde ich halt die Größe tatsächlich super klar. Die Tasten könnten auch ein bisschen größer sein. Aber der Rest, ich finde ja, das Steam Deck, ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon. Mhm. Und ich bin froh, dass sie das halt auch so übernommen haben. Ja. Was haben sie denn noch geändert? Also zum einen ist es tatsächlich, das ist so super irrelevant eigentlich, aber es ist etwas leichter. Mhm. Es wiegt 640 Gramm. Gerade als Handheld hast du halt viel in der Hand. Ja. Das Steam Deck ist nicht das leichteste, aber ja, es ist leichter. Und genau, also das Größte hast du ja schon gesagt, das ist halt der OLED-Bildschirm. Genau, sieht jetzt alles knackiger aus. Genau, bessere Farben, strahlendere Farben. HDR, also der erweiterte Dynamikumfang, sprich mehr helle und dunkle Bereiche. Genau, und Schwarz sieht aus wie ein richtiges Schwarz. Genau, das ist ja auch mit OLED zusammen. Jeder, der einen OLED-Fernseher mal mit einem LCD-Fernseher verglichen hat, der wird das merken, gerade irgendwie, wenn man auch mal dunklere Filme hat, wie zum Beispiel den letzten Batman-Film, wenn halt das Schwarz richtig wie ein Schwarz aussieht und nicht wie ein Grau. Das ist schon echt viel wert. Und ich finde das halt auch bei Gaming-Konsolen. Es gibt jetzt die Switch OLED, da gab es ja auch den Sprung in die OLED-Generation. Genau, ja. Die PlayStation Vita hatte, die erste Variante hatte sogar ein OLED-Display, was ja auch immer sehr hochgelobt wurde. Und ich bin totaler Fan von OLED-Display. Genau, also gerade bei je nachdem, welches Spiel du hin willst, zum Beispiel farbenfrohere Spiele wie Baldur's Gate, die sehr viele verschiedene Farbpaletten ja auch nutzen, ja. Oder auch so eine Mischung, mal farbenfroh, mal eher düster, Cyberpunk 2077, jetzt mit dem aktuellen DLC, Phantom Liberty. Du merkst halt, dass es deutlich besser aussieht. Wir haben ein paar Vergleichsbilder auf der Homepage auch. Also wenn ihr euch dafür noch mal die Bilder wirklich direkt anschauen wollt, wie der Unterschied ist zwischen den beiden Konsolen, zwischen dem ersten Steam Deck mit dem LCD-Display und jetzt dem OLED, geht gerne auf unsere Seite. Wir packen euch den Link unten rein. Dort sieht man gerade aus Phantom Liberty noch mal ein paar Bilder, aus dem Afterlife zum Beispiel. Das habe ich mir angeguckt. Das war ja echt ein krasser Unterschied. Genau. Also bei dem einen hast du die Barkeeperin gar nicht gesehen, bei dem anderen war es wirklich viel differenzierter und einfach viel besser. Ausgeleuchtet, und ja. War richtig, richtig gut ausgeleuchtet. Ja, absolut. Also ist echt sehr, sehr schön. Beim Bildschirm nochmal selbst, die Auflösung ist unverändert. Mhm. Die ist immer noch bei 1280 x 1800 Pixeln. 800, nicht 800. 1000. Entschuldigung. Ja, 1000, das wäre wild. Dann wäre würde ich es falsch halten die ganze Zeit. Ja. Mal 800 Pixeln. Und die Bildwiederholrate wurde leicht erhöht von maximal 60 Hertz auf 90 Hertz. Das war schon mal gut. Genau, da hat man so ein bisschen mehr Spielraum auch nach oben. Ja. Und ja, das zum Display. Genau, Leistung ist soweit, wie ich das mitbekommen habe, alles gleich geblieben. Gleicher AMD-Prozessor, Grafikchip, das ist alles gleich. Der Speicher hat sich noch verändert, oder? Genau, der Speicherplatz, da würde ich gleich noch mal am Ende zu kommen, aber bei der Generation zu den Vorgängern haben sie teilweise massiv draufgelegt bei fast gleichbleibenden Preisen. Mhm. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist die Temperatur. Weil wer das alte Steam Deck besitzt, der weiß oder hat schon gemerkt, nach mehreren Stunden in der Hand wird es schon einmal relativ warm. Das stimmt, und die Lüfter pusten schon ganz schön viel warme Luft oben. Genau, gerade an den Griffelchen hin gerade nicht dran schnüffeln. Hat Walz sogar gesagt, okay, lass mal nicht machen. Mano. Ja, aber gerade an den Fingern wird es dann auch spürbar wärmer. Ja. Das ist hier besser geregelt, die Wärme wird besser abgeführt und auch besser im Gerät verteilt. Also klar, es wird ein bisschen wärmer, gerade bei sehr anspruchsvollen Titeln wie Cyberpunk, aber es wird nicht
mehr so, also es war nicht direkt unangenehm, aber jetzt auch nicht so geil an den Fingern. Ja, also die Komponenten wurden ja teilweise 60, 70 Grad warm. Das, klar, das wurde immer ein bisschen abgeleitet. Man konnte quasi kein Spiegelei hinten drauf braten. Aber ja, wie du sagst, das war jetzt nicht gerade so, nicht so angenehm, wenn man viel Cyberpunk gespielt hat. Genau. Was ich auch viel gemacht habe auf dem Steam Deck. Läuft super. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, gerade bei Handhelds, die man ja auch meistens nicht am Strom benutzt, sondern halt ohne Strom, im Bett, in der Bahn, wie auch immer. Die Akkulaufzeit wurde erhöht. Das ist sehr gut. Erhöht im Sinne von, sie haben technisch was verändert. Mhm. Weil sie haben die APU haben sie in einem neuen Verfahren gefertigt, nämlich jetzt im 6-Nanometer-Verfahren, wodurch das Ganze energieeffizienter arbeiten kann im Endeffekt. Sie haben halt nicht gesagt, wir wollen mehr Leistung, sondern wir bleiben bei der Leistung, die wir haben, weil die passt, aber wir wollen, dass das Ganze effizienter läuft. Wodurch halt bei gleichbleibender, sonst quasi gleichbleibender Technik einfach der Akku länger durchhält, das Gerät länger durchhält und die Akkulaufzeiten halt höher sind. Sie sprechen von statt zuvor 2 bis 8 Stunden, jetzt von 3 bis 12 Stunden. Kannst du das nachvollziehen? Hast du es getestet? Ich habe es getestet und also bei so nicht ganz anspruchsvollen Titeln, wie zum Beispiel Dead Cells, da geht es tatsächlich ein bisschen länger. Also es ist so, weiß nicht, ein, zwei, drei Stündchen geht es schon dann länger. Ja. So, aber man muss sich halt immer bewusst sein, bei fordernden Titeln wie, keine Ahnung, Hogwarts, Elden Ring oder halt Cyberpunk, ist der Akku natürlich trotzdem schnell leer und man muss am Strom bleiben dann. Bei Cyberpunk kriegst du je nach Einstellung zwischen 3 bis 5 oder 6 Stunden maximal. Das ist ja schon mal was. Also bei meinem normalen Steam Deck, ich benutze die Steam Deck-Einstellung tatsächlich dafür. Ich glaube, da war ich immer so bei 80 Minuten oder so, die es durchgehalten hat. 80 bis 100 Minuten. Also ich konnte quasi jede Minute, ist halt quasi der Prozentrechner, fast jede Minute ist der Prozent linksmus ein Stückchen runtergegangen. Also 100 Minuten ungefähr hatte ich immer so raus, bevor es an Strom musste. Und ja, es ist ein bisschen nervig, aber trotzdem, also ich spiele halt viel in der Bahn, wenn ich irgendwie meine Eltern mal in Berlin besuche und dafür ist es halt super so. Ich spiele darauf zum einen super viel Blotato, einfach auf der Couch zum Runterkommen. Lohnt sich. Ist ein super schönes Spiel dafür. God of Weapons, habe ich gehört, ist auch ein gutes Spiel. Mhm. Soll auch ganz nett sein. Cyberpunk Baldur's Gate kann man auch problemlos drauf spielen, gibt alles an Einstellungen. Und ich mache jetzt so Mini-Advertisement für unsere Artikel, weil, was ich damit sehr viel mittlerweile spiele, ist PlayStation 5 Remote Play. Aha. Das heißt, ich habe meine PlayStation an, aber ich mache nichts auf dem Bildschirm, sondern spiele auf dem Steam Deck. Also benutzt du nicht das PlayStation Portal? Ich benutze nicht das PlayStation Portal, weil ich habe ja nun mal das Steam Deck schon. So, jetzt kommt das Advertisement. Ich blende das hier so kurz ein. Falls euch interessiert, wie man PlayStation Remote Play auf dem Steam Deck spielt, wir haben zu diesem Zeitpunkt, sollte es online sein, einen kleinen Ratgeber dafür mit Anleitung, habe ich euch zusammengeschrieben. Lest ihn euch gerne durch, falls es euch interessiert. Wir haben auch ein Steam Deck Tipps Video tatsächlich auf der Seite. Also, wenn ihr euch noch ein paar allgemeine Tipps zur Bedienung vom Steam Deck anschauen wollt, geht da auch gerne rauf. Und was ist noch so gleich geblieben beim Steam Deck? Der Speicherkartenschacht ist immer noch gleich geblieben. Wollen wir jetzt, wenn wir über die Speicherkarte reden, noch jetzt mal über den Speicher reden? Weil das ist ja auch so eine Sache. Ich habe die 256 GB Variante. Ist okay, aber wenn du halt eben sowas wie Baldur's Gate hast, was halt die 100 GB überschreitet, dann wird's halt irgendwann eng. Ich habe nochmal 256 GB als MicroSD eingeschoben. Wie ist das jetzt mit den Speicherrüsten? Welche Varianten gibt es? Okay, ich werde die anderen beiden Punkte, die ich noch habe, für alle Neuerungen, kommen dann erst gleich am Ende. Ja, komm, ist okay. Zu deiner Frage. Ich will Speicher. Ich will jetzt Fakten. Ja. Also ich halte das Ganze mal an den 3 Modellen auf. Mhm. Weil es gab zuvor 3 Modelle. Genau, eine 64 GB Variante mit einem eMMS-Speicher. Die 256 GB Variante schon mit einem WLAN-Speicher. Und die 512er mit einem WLAN-Speicher. Und mit dem besonderen Display, was halt entspiegelt war. So. Das haben sie fast alles über Bord geworfen. Mhm. Wichtig ist, das Einsteigermodell, das günstigste Modell, hat viel, viel mehr Speicher jetzt, weil es hat jetzt 256 GB. Okay, also vorher wie die mittlere Variante. Genau, kostet das ist super. 420 Euro. Das ist auch ein sehr guter Preis. Ich habe, glaube ich, für meins 500 bezahlt. Ich werfe also jetzt leider, im Mai. Ich muss leider das große Aber einwerfen. Hau raus. Aber es ist die alte LCD-Variante. Ah, okay, also quasi die Variante, die ich mir gekauft habe, haben sie jetzt quasi für 80 Euro weniger bieten sie an. Genau, der einzige Unterschied da, und der ist, also abgesehen vom Speicher generell, es ist wieder ein SSD-Speicher. Also auch schon in der Einsteiger-Variante ist es SSD, was es vorher ja nicht war.
Vorher war das ja ein Flash-Speicher in der günstigsten Variante. Genau, mit der 64, genau, die 64-GB-Variante. Genau, so und Flash, das ist jetzt genau. auch ein SSD-Speicher, mhm. sprich, ja, alles, was mit Speicher zu tun hat, ist jetzt sehr schnell. Ja. Wirklich spannend wird es dann bei der Mittelklasse. Mhm. Die liegt bei 512 GB. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich viel. Und entspricht ja allem, was wir jetzt gerade schon drüber geredet haben, mhm. was ich gleich noch hinten mit dem Sternchen anfügen werde. Ja. Auch SSD-Speicher logischerweise, aber halt schon deutlich mehr. Und mit OLED-Bildschirm, ne? Und genau, mit OLED-Bildschirm. Alles, worum dieses komplette Steam Deck OLED-Ding hier gerade geht, dieses ganze Video ist mhm. alles da drin. Genau, das ist da. Du kriegst noch ein paar digitale Goodies. Und genau, so Tastaturen, Startbildschirm, glaube ich, einen exklusiven und sowas alles. Ja, das also ganz exklusiv gibt es das nur beim Spitzenmodell. Ah, okay. Oder halt bei dieser Special-Variante. Mhm. Denn das Spitzenmodell, das liegt bei doch schon knackigen 680 Euro. Warte ganz kurz, wie viel hat jetzt die 512er gekostet? Das hast du, glaube ich, nicht gesagt. 570 Euro. Mhm. Finde ich immer noch preislich im Rahmen. Ist im Rahmen, ja, absolut. Ja. Genau, die höchste Variante, das Spitzenmodell, liegt bei 680 Euro dann schon. Das ist schon knackiger. Da hast du allerdings auch 1 Terabyte Speicher. Das ist natürlich, also da schon 1 Terabyte drin zu haben, wie gesagt, gerade aktuell angesichts der Spielegröße, ja. ist schon krass. Ich meine, wie gesagt, man kann auch immer noch, also es gibt ja mittlerweile Micro-SD-Karten, die auch 1 Terabyte haben. Mhm. Das lässt sich also nachrüsten in gewisser Weise. Man kann natürlich auch das Steam Deck aufschrauben und selber den Speicher austauschen. Aber diese Festplatten aktuell, das sind ja nicht die normalen SSD-Festplatten, die man so in die PlayStation und aktuell jetzt so in den PCs mit reinsetzt. Also die M4-SSDs sind das, müssen das sein, sondern von der, oder zumindest sind es auch M4, aber ein kleinerer Formfaktor und die sind immer noch recht teuer. Und insofern, wenn man das zum Beispiel gegenrechnet und sich dann denkt, oh, ich kaufe mir die günstige Variante und rüste den Speicher nach, kommt man im Endeffekt, zumindest was ich immer so durchgerechnet habe, immer auf den gleichen Preis oder sogar teurer bei weg. Und da ist so eine 1-Terabyte-Variante schon cool, muss ich sagen. Genau, und hier sind dann auch diese digitalen exklusiven Goodies, mhm. also eine Tastatur, Startbildschirm, so ein Kram. Bei all drei Modellen, nicht ganz unwichtig, gibt es auch einiges an Zubehör tatsächlich zum Start direkt. Ja. Dazu gehört bei allen Konsolen, egal ob Einsteigermodell, Mittelklasse oder halt Spitzenmodell, gibt es diese wunderschöne Tragetasche. Das finde ich voll praktisch. Ja, absolut. Ey, würde also die Switch das machen? Aber nein, die Switch will immer ihre 1000 Taschen. Ich finde das voll cool. Ich mag die Tasche total. Klar, sie ist natürlich recht groß und klobig. Gut, die ja, hat aber jetzt sie auch noch Klett mit dabei. Aber es ist halt alles wichtig. Genau, aber sie ist auch schön hart. Also wenn ja. da das Ding, da machst du dir keine Sorgen, dass du da ja, das in die Tasche wirfst gepolstert und das Ding alles. Ist kaputt. Ja. Und das gehört halt immer direkt dazu. Mhm. Solche Taschen, das kennen wir halt wie etwa von der Switch oder auch vom Rock Alley, vom Asus. Ja. Wenn du die extra kaufst, die kosten Geld und nicht unbedingt wenig. Definitiv. Ja, da kannst du mal locker 50, 60 Euro für so eine Tasche ausgeben. Ja, also die gibt's immer dazu. Mhm. Und es gibt noch mal ein Steam-Profil-Bildbündel, um seinen Account ein bisschen aufzuhübschen. Du kriegst auch noch Punkte, die du investieren kannst. Und was natürlich auch dabei ist, um das Ding zu laden, ein 45 Watt Netzteil. Mhm. Damit ist der Akku dann auch meistens relativ schnell voll. Ja. Und man kann weiter zocken. Man kann ja auch beim Laden zocken, aber ja, machst du ja nicht immer. Oder beim Zocken laden. Beim Zocken. Ne, man kann auch beim Laden zocken. Das geht auch. Je nachdem, auf welcher Seite du das anfährst, geht das halb auch. Halb voll so. Oder halb leer? Wie ist das, Lars? So. So, noch einmal kurz zu den Sachen, die wir eben nicht dabei hatten, bevor wir jetzt direkt zu, weil die Akkufrage ist ja nicht unwichtig. Die Akkufrage ist nicht unwichtig, genau. Was ebenfalls neu ist, wir hatten schon jetzt das mit der Hitze, auch mit dem Lüfter, ja. dass der leiser ist, also nicht nur besser verteilt, sondern auch leiser ist. Mhm. Das Internet ist auf der aktuellsten Stufe, es ist auf Wi-Fi 6E. Ah, sehr gut. Sprich, wenn dein Router oder die, davon, wo du Internet beziehst, dafür geeignet ist, das kann, sind die Downloads entsprechend schnell. Mhm. Und du musst nicht mehr so super lange warten, bis etwa ein großes Cyberpunk runtergeladen ist. Das stimmt, ja. Und außerdem wurde ein bisschen am Bluetooth geschraubt. Bluetooth hat jetzt eine eigene Antenne im Gerät und kann jetzt unter anderem mehrere Gamepads gleichzeitig angesteuert werden. Das ist cool, wenn du halt im Multiplayer mal ein bisschen was spielen willst. Genau. Ich meine, bei der Switch geht das ja auch, dass du quasi auch in dem Handheld-Modus ja auch mit mehreren spielen kannst. Mhm. Und wenn man das halt jetzt da auch machen kann, dann finde ich das halt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Genau, das waren noch so die letzten Änderungen. Ja, cool. Also hat sich ja doch so ein bisschen mehr getan, als nur ein neuer Bildschirm raufgeklatscht. Aber Jan, jetzt noch mal so abschließend zu sagen, was ist dein Fazit? Und würdest du für mich jetzt, also ich habe jetzt mein Steam Deck, wie gesagt, letztes Jahr im Mai gekauft, würdest du mir raten, soll ich mir jetzt das Steam Deck OLED kaufen? Soll ich noch mal Geld in die Hand nehmen, das alte vielleicht irgendwo günstig dann bei eBay verschabeln? Oder sagst du, nee, reicht, muss jetzt nicht sein für den Aufpreis, lohnt sich das nicht? Dazu ein klares Jein. Ha. Das ist, also ich würde es den Leuten, die bereits ein Steam Deck haben und sagen, ich bin damit voll zufrieden, würde ich halt sagen, hast du das mehr Geld übrig? Willst du den ganzen Hustle haben, um das alte Ding zu verkaufen? Das dann ist es, ja.
dann mach das ruhig, weil das OLED, das ist also die OLED-Variante ist eine gute Weiterentwicklung des bereits vorhandenen. Also das Display ist wirklich cool. Auch die vielen Kleinigkeiten wie halt bessere Internetverbindung, bessere Hitzeverteilung, Hitzeabfuhr, dass es leiser ist, dass der Akku ein bisschen länger hält. Das sind alles viele nette Kleinigkeiten. Mhm. Wer jetzt aber sagt, ich habe das Steam Deck bereits und ich habe aber nicht so viel Geld, ich bin auch mit dem Steam Deck komplett zufrieden, wüsste ich nicht, ob man jetzt unbedingt ein OLED-Update braucht. Hm. Für alle anderen, die jetzt sagen, ich möchte mir ein Steam Deck holen, erstmals. Ich habe davon bei Computerbild gelesen. Das soll ja gar nicht mal so scheiße sein, dieses Ding. Würde ich sagen, wenn das Geld nicht komplett kneift, fang mit der Mittelklasse an. Mhm. Also halt mit dem mittleren Produkt, weil zum einen ist der Speicher dort sehr angenehm groß und alles, was halt die OLED-Variante besonders macht, ist da bereits drin. Mhm. Und das ist halt im Einsteigermodell leider nicht, weil dann bist du halt wieder quasi bei der LCD-Variante mit einem besseren Speicher, einem schnelleren Speicher. Aber alles andere ist halt die alte Variante, die nicht schlecht ist. Ich habe sie auch. Ich habe damit sehr viel Spaß. Aber hier hast du halt ein bisschen mehr. Mhm. Aber da muss jeder für sich so ein bisschen differenzieren. Habe ich das Geld? Will ich das? Es gibt ja auch leider kein Trade-In-Programm. Also, dass man Steam die alte Konsole hinschicken kann und dann kriegt man Rabatt auf die neue. Das bieten sie leider nicht an. Das finde ich ein bisschen schade, weil sie vertreiben ja auch wiederaufbereitete Steam-Decks. Also, Garantiefälle und sowas bauen sie nochmal auseinander. Ich meine, das ist ein modulares Gerät mit einem Linux-System. Da lässt sich schon viel machen und viel austauschen. Dass sie sowas nicht anbieten, finde ich persönlich sehr schade, weil dann hätte ich mir schon längst ein Steam-Deck OLED gekauft. Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, die Welle an Handhelds, Gaming-Handhelds wird ja immer größer. Es kommen immer mehr Modelle dazu. Das Rock Alley hatte ich bereits erwähnt. Das MSI Claw ist auf dem Weg. Es gibt Lenovo Legion Go gibt es auch noch. Genau, es gibt sehr viele Varianten, auch mit verschiedenen Punkten im Fokus. Aber das Steam Deck ist immer noch so ein bisschen, schicht immer noch ein bisschen heraus, gerade bei Nutzerfreundlichkeit. Und die OLED-Variante noch einmal ein bisschen mehr, macht es noch einmal ein bisschen besser. Ist aber halt auch im Endeffekt dann nur ein Upgrade. Und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen und ist ein tolles Gerät, gerade für Gamer. Man kann damit sehr, 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 sehr viel machen, wenn man möchte. Man muss ein bisschen Arbeit hineinstecken, damit man halt auch wirklich alles an Software installieren kann, abseits von Steam. Aber die Möglichkeiten sind riesig und ich habe damit sehr viel Spaß gehabt. Und das ist das doch eigentlich, was am Ende bei so einem Ding zählt. Also, ihr habt es gehört von Jan. Wenn ihr ein Steam Deck haben solltet, überlegt es euch nochmal, wenn ihr coole Locker habt. Wenn ihr noch kein Steam Deck haben solltet, dann ist das OLED wahrscheinlich das Richtige für euch. Und Jan, vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn ihr nochmal den Praxistest ausführlich auf unserer Seite lesen wollt, wir verlinken euch den. Wie gesagt, wir haben auch noch Tipps hier bei uns auf der Seite, die können wir euch auch noch verlinken. Wir verlinken alles. Und natürlich deinen wundervollen Ratgeber, wie man darüber PlayStation-Spiele spielen kann. All das findet ihr auf unserer Seite. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal. Schreibt auch gerne was in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Steam Deck. Haut sie einfach mit rein und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer viel Spaß und wir sehen uns.